Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Tipps und Tricks Sammlung meinerseits bisher zu Pokémon Unite. Wie ihr seht links oben, ich bin Level 10, habe dadurch extrem viele Sachen schon freigeschalten, die eben wichtig sind, die ich euch nun näher bringen kann. Alles wie gesagt, was mich bisher am meisten interessiert, was ich euch mitteilen will. Kann euch sein, dass ihr etwas Wichtiges vergesse, wo du dir denkst, Rabbit, das hättest du auch erzählen sollen. Dann haust bitte in die Kommentare natürlich, damit jedes Community-Mitglied das lesen kann. Falls du noch nicht Community-Mitglied bist, heißt, lass hier ein kostenloses YouTube-Abo, um nichts mehr zu verpassen in Pokémon Unite. Das ist ja schon mein drittes Video dazu und es kommen noch viele, viele mehr. Denn ich werde noch einige Kämpfer ausprobieren. Vielleicht gibt es auch mal ein weiteres Tipps und Tricks-Video, wenn ich noch mehr Stunden darin verbracht habe. Bisher würde ich mal sagen, diese Tipps und Tricks sind schon mal sehr, sehr wichtig. Du siehst im Hauptmenü schon mal eine wichtige Sache und zwar links unten, da gibt es so ein Menü. Da drückst du mal ganz schnell drauf, denn oben ist Practice. Ja, das Spiel ist noch auf Englisch, wird aber auf Deutsch auch noch kommen. Links oben, Leute, Practice. Wichtigste, was ihr alle zuerst machen solltet, das Tutorial abschließen. Okay? Warum? Du kriegst dort unzählige Münzen. Diese Münzen brauchst du, um dir zum Beispiel neue Pokémon zu holen. Neue Lizenzen, diese Pokémon zu spielen. Also ganz, ganz wichtig, der allererste Tipp. Leute, bitte macht das Tutorial fertig. Denn das Spiel sagt euch nur, macht Tutorial 1 und 2 fertig. Aber das Advanced Tutorial 1, 2, 3, 4 ist nicht Pflicht. Aber bitte schließt es ab. Ihr seht, ihr bekommt jedes Mal 800 Münzen dafür. Und das ist so unglaublich geil, um sich neue Pokémon im Shop zu holen. Was auch sehr geil ist, was man sehr, sehr nutzen sollte, ist die Practice Arena. Wenn ihr da reingeht, Leute, müsst ihr euch natürlich ein gewisses Pokémon aussuchen. Und mit diesem Pokémon könnt ihr dann dort drinnen zocken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich würde jetzt gerne mein Bisasflor mal üben, was man auf Level 3 übrigens schon bekommt, geschenkt. Bisasflor üben, welche Fähigkeiten ich lieber spielen will, weil es gibt immer zwei verschiedene Fähigkeiten, die man auswählen kann. Da drin zu üben, ist der Oberhammer. Übt jetzt nicht unbedingt im 5 gegen 5. Übt lieber hier eure Charaktere ein bisschen eher so im Solo-Modus, wo ihr gegen ein Pokémon kämpft. Da könnt ihr auch zum Beispiel sagen, hey, ich nehme jetzt mal ein Bisasflor und will üben, gegen ein Glurak zu kämpfen. Dann kannst du das auch hier an mich machen. Ist eine geile, geile Sache auf jeden Fall. Und vor allem, um eben deine Moves zu üben. Was heißt Moves üben? Pokémon, wir gehen mal rein. Wenn wir uns Bisasflor hier angucken und hier auf Y drücken, sehen wir seine Fähigkeiten. Ihr seht, er beginnt zum Beispiel mit einer Seed Bomb und dann kann ich mir aussuchen, will ich daraus eine Matschbombe machen oder will ich einen Gigasauger draus machen? Was ist mir lieber? Ne? Was spiele ich lieber? Und das muss man erstmal rausfinden natürlich und deshalb am besten rein in den Practice-Modus und erstmal raus üben. Übrigens, wenn ihr hier euch entscheidet, ihr seht hier bei Autoset, wenn ihr euch für einen Skill entscheidet, dann wird der automatisch im Spiel vom Computer ausgewählt. Dauert aber arschlange. Wenn ihr aber gerade mitten im Kampf seid, ist es trotzdem ganz okay. Aber wie gesagt, entscheidet euch mal dadurch, lest euch die Skills in Ruhe durch, ne? Bei dem jeweiligen Pokémon, was ihr lieber habt und so weiter. Auch die anderen Fähigkeiten und so weiter und so weiter. So, dann seht ihr, mein Pokémon zum Beispiel ist ein Favorite. Er hat ein Herzchen hier links oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Glurak auswähle, kann ich auch den als Favoriten hinzufügen. Was bringt mir das, wenn ich jetzt mein Bisasflor als Favoriten habe? A, er steht hier im Hauptmenü neben mir. Schon mal cool. Drücke im Hauptmenü wieder auf X, kann ich aber hier bei Battle Prep, bei Held Items, meine Bisasflor Ausrüstungen ausrüsten. Diese Ausrüstung kannst du nur ausrüsten, wenn das Pokémon eben, wie gesagt, dein Favorit ist, dein Herzchencharakter. Dann kannst du ihm verschiedene Ausrüstungen geben, je nachdem, was du willst. Bei Level 10 kannst du jetzt, so wie ich, drei Ausrüstungen tragen. Bedeutet, mein Bisasflor ist jetzt automatisch besser und stärker als ein Bisasflor von jemandem, der erst Level 9 ist, von seinem Account. Ne? Also Level 10 zu erreichen, ist auf jeden Fall eins deiner wichtigsten ersten Ziele, die du erreichen willst, damit du drei Items mitnehmen kannst. Die Items bisher habe ich immer geschenkt bekommen. Und ja, diese Items kannst du aber auch leveln. Nehmen wir zum Beispiel mein Weißglas hier. Ich kann es jetzt austauschen gegen anderes natürlich. Ne? Ich habe aber gerade nichts anderes. Oder ich kann es upgraden. Upgraden tut man das mit den Münzen, die ihr rechts oben seht. Woher bekommst du diese Münzen? Durch Spielen, einfach so, durch die Daily Missions und so weiter, durch den Battle Pass, da gucken wir auch noch rein, und durch vieles, vieles mehr, zeige ich euch gleich. Und diese kannst du dann upgraden ab einem gewissen Level, zack, zack, ihr seht's, mein Special Attack steigt dadurch immer weiter und weiter, bis ich keine Münzen mehr habe, zack, fertig. Ist es sinnvoll, jetzt am Anfang bei diesen Items direkt die Items zu leveln? Musst du entscheiden.
Ich finde zum Beispiel Special Attack von Beast of Lore zu erhöhen sehr, sehr geil, denn damit machen logischerweise sein Solarstrahl und so weiter mehr Damage. Ne? Also muss man sich überlegen, was man damit nimmt am besten und so weiter und so weiter. So, aber ja, du musst es als Favorit markieren und dann kannst du die Ausrüstungen auswählen. Das hast du auch gesehen, wie man die Ausrüstungen upgradet. Dann auch wichtig, ich bin Level 10 geworden, ich drücke auf R und kann hier meinen nächsten Reward abholen. Das heißt, du willst natürlich leveln. Ihr seht, hier gibt es auch diese Münzen zum Upgraden und weitere, viele, viele weitere Items. Also hochleveln ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Wie machst du es am besten? Automatisch. Einfach zocken. Einfach zocken, dann levelst du die ganze Zeit nach oben. Jetzt haben wir aber ein neues Item freigeschalten in meiner Itembox. Kann man sich angucken hier. Und zwar, was macht das? Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt immer den Trank mit im Kampf. Das heißt, wenn ich im Kampf auf Y drücke, kann ich mich heilen. Dauert dann ein paar Sekunden, bis ich es wieder machen kann und so weiter. Das gibt es auch noch mit Kampfkraft erhöhen, mit Geschwindigkeit erhöhen und eben mit diesem neuen Item. Und ja, man muss halt sich überlegen, was nimmt man mit. Das ist genau wie in League of Legends, welches Item willst du mittragen. Und das kannst du dir im Kampf natürlich immer auswählen. Aber schon mal geil, durch ein Account-Level bekommst du dann neue Fähigkeiten. Dann Battle Pass, wie gesagt, schaltest du auch frei, je nachdem welches Level du hast. Und im Battle Pass gibt es auch immer so Daily Missions. Das siehst du hier rechts oben. Missionen habe ich gerade abgeschlossen. Ich habe zum Beispiel Assists gemacht. Ich habe gewisse Punkte abgegeben. Und zack, deswegen steigt die ganze Zeit mein Battle Pass weiter. Ich bin jetzt Battle Pass 13. Sieht man hier. Also da. Hier. Battle Pass 13. Ich habe gerade Münzen bekommen. Heißt, ich kann jetzt meine Sonnengläser noch weiter upgraden. Und es gibt natürlich gesperrte Sachen, denn es gibt auch einen Premium-Pass. Ob man den haben will, müsst ihr euch entscheiden. Ich finde das jetzt nicht so sinnvoll, denn der Premium-Pass bringt euch vor allem meistens nur Klamotten. Und Klamotten für meinen Trainer sind mir komplett scheißegal, Leute. Komplett scheißegal. Dann, was du auch noch freischaltest, ist auf jeden Fall bei den Events auch da mal täglich dich einloggen. Eins der wichtigsten Dinge in diesem Spiel, du musst nicht jeden Tag spielen. Aber dich jeden Tag einzuloggen, kurz ins Game, ist mega wichtig. Denn ihr seht, am Tag Nummer 2 bekommst du schon ein Alola Vulnona. Mega krass geiles Pokémon. Am Tag 3 einen Skin für Bisaflor und so weiter und so weiter. Kriegst auch einen Hoplo bei Tag 8 geschenkt. Und am letzten Tag, bei Tag 14, bekommst du auch einen Greninja. Also 3 Pokémon geschenkt, nur fürs Einloggen. Mega, mega, mega geil, Leute. Also loggt euch immer ein. Daily Missions, auch eine wichtige Sache, um mehr Münzen zu bekommen. Für was brauchst du die Münzen, von denen ich da oben rechts 10.000 habe? Damit gehen wir in den Shop, um die Münzen auszugeben, unter anderem nämlich für neue Pokémon. Du kannst dir am Anfang 1 von 5 Pokémon aussuchen, aber dann, ja, dann hast du keins mehr. So, dann heißt es erstmal sich zu überlegen, was will man haben. Ich habe dir schon gezeigt, du kannst alle Pokémon ausprobieren und damit rausfinden, welches du am liebsten gerne hättest. Diana zum Beispiel hat natürlich das Knuddeluff genommen. Ne? Und ich werde wahrscheinlich mir das Gengar kaufen. Aber diese Münzen musste ich mir erstmal hart ansparen. Ihr seht es neben mir, ich habe die 10.000 jetzt. Nur durch Daily Login, durch die Mission abschließen und so weiter. Und vor allem durch das große Tutorial abschließen, habe ich jetzt genug Münzen, um mir zum Beispiel Gengar zu kaufen. Ja, man könnte auch das Ganze mit Echtgeld tun. Tut es bitte nicht. Scheißt auf diesen Echtgeld-Job und lasst die Finger davon. Ihr könnt euch alles Free-to-Play erspielen. So, das war auch eine wichtige Sache. Also eure Pokémon angucken, Fähigkeiten auf jeden Fall. Battle Pass. Dann gibt es noch, genau, hier rechts oben, unter mir, unter meiner Kamera, seht ihr so ein Zeichen. Das ist so ein, ja, da kannst du dir ein bisschen drehen dran, wenn du genug Energie gesammelt hast. Energie sammelst du durch Zocken ganz einfach und dann kannst du dir hier, wie ihr bei den Rewards durchlaufen seht, Klamotten holen zum Beispiel. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber kann man auf jeden Fall mal mitmachen, sich die Klamotten zu holen. Und damit ist schon mal wieder eine wichtige Sache abgeschlossen. Dann nicht vergessen, es gibt ja nicht nur das normale 5 gegen 5, ne, das Standard seht ihr hier, sondern ab Level 6 schaltest du auch den Ranked-Modus frei, habe ich noch nicht gespielt. Dafür brauchst du aber 5 Pokémon. Du brauchst 5 Pokémon. Du kannst sonst nicht Ranked spielen. Aber warum denkst du dir jetzt, brauche ich denn 5 Pokémon? Ich spiele doch nur eines. Und das ist auch so ein weiterer Tipps und Tricks Sache. Leute, ihr könnt nicht nur ein Pokémon lernen. Bitte spielt mehrere Pokémon. Ich zum Beispiel spiele jetzt ganz hart Bisaflor. Ich spiele ganz hart Lamus. Ich spiele nebenbei Glurak. Einfach mehrere Pokémon üben und lernen. Es ist immer gut, wenn du zum Beispiel mehrere Rollen erfüllen kannst. Zum Beispiel, wenn du sagst, oh, ich supporte gerne, dann lern den Supporter und lern den Tank zum Beispiel. Oder wenn du sagst, ich mache gerne Angriff, dann lern den Nahkämpfer
lernen einen Fernkämpfer-Angreifer und so weiter und so weiter. Also du sollst nicht nur ein Pokémon können, denn dann bist du angeschissen, wenn jemand anderes das Pokémon nimmt und du es nicht auswählen kannst im Kampf. Dann kannst du ja nichts anderes. Also lerne bitte mehrere Pokémon. Deswegen braucht man auch in der Rangliste 5 verschiedene, um eben nicht, ja, angeschissen zu sein. Dann gibt es noch den Quick-Modus ab Level 8. Der ändert sich anscheinend täglich, denn gestern gab es da ein 3 gegen 3. Jetzt gibt es da ein 4 gegen 4. Also der Quick-Modus macht sehr viel Spaß, dauert nur 5 Minuten statt 10 Minuten ein normales Spiel, ist auch eine geile Sache. Dann, wenn ich schon sehe, hier gerade beim Freunde einladen, Leute, Freunde einladen im Spiel ist nicht so einfach. Ihr geht im Hauptmenü wieder auf X und geht weiter runter auf Friends, das ist echt nicht einfach. Denkt man sich, oh, ist ja mega einfach. Nö, dann geht ihr auf Friend Search, drückt auf Minus und dann seht ihr erst alle eure Freunde und könnt sie zu eurer Freundesliste hinzufügen. Denn eure Nintendo Switch Freunde sind nicht automatisch eure Freunde auch im Spiel. Na, das ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen dumm meiner Meinung nach, aber du musst extra deine Freunde nochmal hier in-game adden und nicht nur, wie gesagt, die Nintendo Switch Freunde. Ey, warum auch immer, aber es ist so. So, was haben wir denn noch? Habe ich noch was vergessen? Ja, auf jeden Fall, Challenges gibt es auch noch, kannst du jeden Tag abschließen, wechselt alle 24 Stunden oder 36 Stunden müsste das sein. Kannst die Klamotten freischalten und am Ende auch noch ein mega krasses, starkes Pokémon, das man auch nicht unterschätzen sollte, den kleinen Einsiedlerkrebs, der ist auch mega stark. Das heißt, du siehst schon, das Spiel will, dass du täglich spielst, dich täglich einloggst und dann den großen Erfolg damit hast. Da musst du niemals Geld ausgeben. Überhaupt nicht. Und das finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Auch noch was Wichtiges nicht zu vergessen. Leute, bitte guckt in eure Mails in-game. Denn in euren Mails werdet ihr eine Sache sehen, und zwar ein kostenloses Teraora. Das Pokémon ist mega stark. Wenn man es mit League of Legends vergleicht, ist es mehr so der Jungler, springt hart rum, Elektro-Pokémon Prinzip wird ziemlich geil, Pikachu ist auch mega stark. Und ja, holt euch unbedingt euer kostenloses Teraora in euren Mails, habt ihr gesehen, wo jetzt. By the way, auch bei Pokémon noch eine wichtige Sache zu sagen, ihr könnt sie auch ein bisschen sortieren. Wenn ihr hier bei Pokémon auf X drückt, seht ihr nämlich die ganzen Supporter zum Beispiel. Dann wisst ihr, hey, es gibt, wenn ich Supporter spielen will, Pummeluff, Knuddeluff wären Supporter, Pantimos und Kotomi. Kannst du schon mal überlegen, welch davon würde ich gerne zocken, und dann probierst du ihn erstmal aus im 1 gegen 1 gegen den Computer. Allrounder gibt es hier, ihr seht's, Attacker, wo ich bisher Floor geil finde. Ich weiß noch nicht, wie stark Greninja ist, habe ich noch nie dagegen gespielt, denke auch, dass er ziemlich OP sein wird, denn bisher Floor, Alola, Winona, Libalo, Pikachu, alle mega krass stark. Also denke ich, dass Greninja und Urgel auch krass reinhauen werden. Verteidiger, muss ich sagen, Slowbro finde ich bisher am besten. Haut mich richtig hart um, aber auch die Krabbe ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und Speedstar bin ich auch noch gespannt, denn Teraora und Talonflame sind schon sehr stark. Absol und Gengar werde ich noch testen, aber hier könnt ihr auch mal gucken, ne, was will ich denn spielen. Ein Allrounder ist natürlich auch nicht schlecht zu haben im Team. Ne? Also jemand, der gut Schaden macht, aber auch gut Verteidigung hat, gut Leben hat und so weiter, auch nicht zu unterschätzen. Aber das sind mal die normalen Tipps und Tricks, die ich glaube ich jetzt euch sagen kann. Mehr fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht mehr ein. Wenn ich jetzt in-game auch noch Tipps und Tricks für euch habe, werde ich es euch noch sagen. Aber ich sag's mal so, Leute. In-game lernt ihr eh alles durchs Tutorial. Leute, was das Ganze mit den Moves hat, warum ein Rotom da ist, warum ein Zapdos da ist, warum die Tiere im Wald da sind, die ihr unbedingt immer farmen solltet, wie Kapalores, das Bison, ich hab vergessen, wie heißt, und Kamalm, warum ihr die immer besiegen müsst, warum ihr Zapdos unbedingt immer besiegen müsst, warum ihr Rotom immer besiegen müsst, das lernt ihr alles im Tutorial. Also ich glaube, im Kampf kann ich euch nicht so viel erklären. Ich zeige euch aber immer gerne Pokémon, so wie letztens das Bisaflor-Video. Könnt ihr gerne angucken, warum ich finde, dass Bisaflor mega stark ist und krass OP, wenn man die richtigen Fähigkeiten kombiniert und natürlich seine Kämpfer kann. Ich sag's euch, ey Leute, ihr könnt das beste Pokémon spielen, das es gibt. Wenn ihr es nicht übt, werdet ihr damit reinscheißen. Deshalb bitte, bitte übt 2-3 Pokémon richtig, richtig hart. Dann seid ihr vorbereitet für den Multiplayer-Modus und könnt mit euren Freunden gemeinsam extrem viel Spaß auf der Nintendo Switch derzeit haben und ab September dann auch auf Mobile. Da bin ich auch schon gespannt. Mobile werde ich auch nochmal ein extra angezockt Video machen, wie ich das Ganze auf Mobile finde. Auf der Switch bisher macht es, wie gesagt, unglaublich, unglaublich Spaß. Aber ich glaube, das waren mal gute Tipps und Tricks, die man nicht unbedingt gleich weiß oder wieder vergessen hat und so weiter. Meinungen gerne in die Kommentare und weitere Tipps und Tricks. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, nicht vergessen, kostenlos abonnieren. Wollt ihr meine Arbeit noch mehr unterstützen, werdet auch gern Kanalmitglied. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit den Videos auf der Endcard, wie unter anderem
meinem Bisa Floor Video. Das wird euch gefallen. Haut rein und ciao.